Juhu YouTube, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Guild Wars 2. Wir sind immer noch hier in der Skritburg und glücklicherweise haben wir gleich auch das 19. Level erreicht. Ich überlege, ob wir dann vielleicht doch einmal diesen Foliant des Wissens benutzen, um uns eine Stufe aufsteigen zu lassen, damit wir bei Level 20 unsere persönliche Geschichte weiterspielen können. Na, mal gucken. Vielleicht sind wir dann aber auch in einem so interessanten Gebiet, dass wir uns das schenken. Wir sind nämlich immer noch hier in der Skritburg. Und jetzt sieht man auch, dass sie vielleicht noch hier ein kleines bisschen weitergeht, aber auch nicht mehr so viel. Hier oben hatten wir ja Level 19 Herzchen. Das hatten wir sogar schon gemacht. Da oben ist ein Level 20 Herzchen. Und hier unten ist es auch schon wieder zu Ende. Insofern denke ich mal, sollten wir hier bleiben. Wir laufen hier einmal quer durch die Skritburg. Vielleicht kommen wir ja hier hinten irgendwo raus. Und machen uns dann auch hier gleich auf dem Weg. Ich glaube, hier runter zu springen wäre Selbstmord, ne? Ja, dann laufen wir mal lieber hier diesen Weg. Einmal durch diese Höhlenfledermäuse hindurch. Lasst mich durch, lasst mich durch. Ich habe eine wichtige Aufgabe zu erledigen. So, hier noch runter. Und dann irgendwie immer Richtung Nordwesten. Na gut, komm, hier dem helfen wir noch auf. Guck mal hier. Hier diese Magnetaura, die ist ganz fein, ne? Also Gegner, die uns beschießen, die werden mir nämlich... Meine Güte, ich kann heute schon wieder nicht sprechen. Auf die werden ihre Geschosse zurückgeworfen. Mit dieser Magnetaura. So. Schnell aufstellen. Wir haben zweimal Loot, den wir hier holen können. Einmal hier. Und. Komm, Skrit-Sammler, ich begleite dich ein Stückchen. Und einmal hier. Und jetzt müssen wir irgendwie nach Nordwesten. Schleichen wir uns am nächsten Skelk vorbei. Und ein bisschen Speed. Schauen wir mal, ob wir dann hier auch überhaupt weiterkommen oder ob das jetzt hier eine Sackgasse ist. Ach, es ist eine Sackgasse. Na gut, dann müssen wir uns hier wohl den Gefahren stellen, die wir hier haben. Haben ja mittlerweile doch ein paar Skills, um besser zu überleben. Guck mal. Der versteckt sich da schon. So. Ah, was ist das denn? Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass der hier rauskommt. Ei, jetzt wäre die Magnet auch gut gewesen, aber wir waren noch in der Feuereinstimmung. Guck mal hier. Zack, da ist sie. Jetzt schießt er nicht mehr. Ist ja logisch. Ist ja klar. Unbeschädigter Kraftklunker. Oh, schnell weg hier. Das war also ein Satz mit X, die Sackgasse. Dann vielleicht hier rauf. Ach, das ist hier so verwinkelt. Ich bin am Anfang ja schwer begeistert davon gewesen hier, dass man hier so viel sehen kann, weil es eben auf unterschiedlichen Ebenen ist. Aber oh, ich habe mich langsam ein bisschen satt gesehen hier an dem Schrott und Plunder, der hier steht. Was haben wir denn da? Skritburg-Tunneltor. Was ist denn das hier? Ein Event, das jetzt hier leider daneben gegangen ist anscheinend. Oder? Ja, Skritburg-Zentrum ist versperrt. Was soll das bedeuten? Wo kommen wir da jetzt nirgendwo durch? Was ist hier mit den Inquestur-Typen? Kommt hier. Was passiert denn, wenn ich euch töte? Hm? Da. Och, lauf doch nicht. So. Den haben wir jedenfalls davon abgehalten, sich hier noch weiter in der Zerstörung der Skritburg zu üben. Gut. Den nervigen kleinen Leuchtkäfer. Oh. Der war wohl schlecht platziert. Okay, also noch ein Blick auf die Karte. Wir sind schon wieder total weit abgekommen. Tunneltor ist aber geschlossen da. Was bedeutet denn das? Ach, wisst ihr was? Wir laufen hier jetzt einfach raus und dann drumherum. Ne, vielleicht finden wir da auch einen neuen Eingang. Aber auf jeden Fall kriegen wir mal wieder was Neues zu sehen. Licht. Licht und Grün. Oh, ich hab's schon so vermisst. Ich werde so,
Genau, immer schneller. Oh, ja, das ist auch wirklich schön, hier mal wieder eine Abwechslung zu haben. Gotala-Kaskade entdeckt. Das ist schön. Was haben wir da für ein Herzchen? Stufe 19. Unterstützt die Seraphen im Kampf gegen Willems Banditen. Ja, das ist doch auch alles genau das richtige Levelgebiet hier für mich. Ah, oh, weil. Uiuiui, die Dschungelspinnen, die haben hier doch einen etwas höheren Level. Was ist mit den Leuchtkäfern? Oh, die auch. Eieiei. Okay. Müssen wir schauen, ob wir das hinkriegen. Guck mal. Ach, die unterhalten sich miteinander. Das ist wieder sehr clever. Machen wir in Ruhe die Dschungelspinne. Genau, und der Leuchtkäfer, der hat die andere Dschungelspinne schon fast kaputt gemacht. Stufenaufstieg! Yay! Komm, wir nehmen das schnell hier, die kleinen Giftbeutel. Stellen uns hier ein bisschen in die Ecke. Hoffentlich sieht uns hier keiner. Und sammeln unsere Belohnung entgegen. Wir kriegen einen Ring. Und zwar, ah ja, wir haben ja nur einen Ring, glaube ich, ne? Einen Eisenring mit Zustandsschaden, einen Eisenring mit Kraft oder einen Eisenring mit Zähigkeit. Wir nehmen Zähigkeit. Außerdem haben wir Hilfsfertigkeit 3 freigeschaltet, hier auf der 9. Da gucken wir mal, was wir uns gleich verkaufen. Die Informationen zu den Ringen und. Dann wollen wir das auch alles hier direkt ausrüsten. Oh, das ist ein wirklich schöner Ring. Ja, der steht mir ausgesprochen gut. Und dann schauen wir hier noch. Wir können natürlich diese Sachen hier ausrüsten. Wir haben auch immer noch dieses reinigende Feuer, was wir für die Asura bekommen. Aber dann gucken wir mal hier noch, was wir uns jetzt kaufen können. Wir haben schließlich 7 Punkte. Ist alles immer noch gesperrt? Kriegen wir ja erst Fertigkeitenrang nicht freigeschaltet habt. Okay. Was heißt denn das? Welcher Rang? Welcher Rang? Oder müssen wir hier 5 von den oberen freigeschaltet haben, damit die hier frei werden? Nun, das können wir ja ganz einfach machen. Wir schauen, dass wir uns noch 2 sinnvolle kaufen. Vielleicht diesen hier. Mehr Wissen für mich, genau. Flammenaxt manifestiert eine Lava-Axt in euren Händen und an dem Zielort. Träger dieser Waffen erhalten erhöhte Kraft und Zustandsschaden. Aber das ist so eine Nahkampfgeschichte, ne? Schmerztauscher belegt nahe Gegner mit Konfusion. Ihr erhaltet Vergeltung. Oh, das ist auch fein. Das nehmen wir auch. Ich bin Ah, genau. Es ist nämlich jetzt frei geworden. Und jetzt bekommen wir einige neue Fertigkeiten. Karne Macht, Glyphe der niederen Elementare, Spiegel des Wassers, Siegel der Luft, Siegel der Erde, Nebelform. Damit können wir uns so wegnebeln. Ein Frostbogen, Sie der werden Ihre Zeit heilt. begreifen. Ah nee, der gibt Heilkraft. Er macht Zustandsdauer. Ich glaube, wir nehmen den mal. Au, au, au! Oh Gott, wir werden hier. Oh! Stehen hier so AFK rum und werden hier dabei fast noch Ich umgebracht. benötige mehr Ja, ich benötige mehr Energie. Oh, Blätter, Blätter, Blätter. Oh, wir haben sie abgehängt. Die Spinne hatte nicht so lange Aggro auf uns. Wir haben ja auch keinen Schaden auf die gemacht, oder? Nee. Eieiei. Gerade nur so im Augenwinkel gesehen. Haben wir den jetzt nicht genommen, ne? Also wir haben vergessen zu klicken, weil ich mich jetzt so erschreckt habe. Hier, klick, klick. Meiner. Kann's kaum erwarten, das Ah, auszuprobieren. ja, ich bin ganz aufgeregt deswegen. Wir werden das erstmal hier an so einem, oh, ich wollte eigentlich sagen, an einem harmlosen Gegner. Die stellen wir hier so auf den Boden und jetzt können wir damit. Bum, 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 bum. Und so können wir sie tiefgefrieren. Ah, wenn sie dann so nicht an uns rankommt, da sind doch einige nützliche Skills jetzt dabei gewesen. Also, was haben wir hier? Einmal so einen riesen Flächendamage. Der außerdem noch Blutung macht. Dann das Tiefgefrieren. Wie lange hält denn das? Kühle ein Viertel Sekunde, minus 66% Bewegungsgeschwindigkeit und auch die Aufladerate von Fertigkeiten. Okay. Was haben wir hier noch? Frostfächer fügt euren Gegnern mit einer Streusalbe von Eispfeilen Schaden zu und fügt ihnen Kühle zu. Frostsalve schießt schnell hintereinander auf euren Gegner und macht ihn mit jedem Treffer verwundbar und. Ja, der ganz normale Einser-Angriffskill, der ja auch bei meinen normalen Fertigkeiten in der Regel das Schwächste ist. Ogotl Amini, ja, wir haben hier schon wieder ein paar Froschfreunde. Aber die sind uns nicht freundschaftlich gesonnen, also. Gut. Hier haben wir das. Wir wollen irgendwie nach oben. Wo war denn das? Da haben wir Level 20. Okay, es blinkt da. Ich komme nicht drum rum. Oh Mann, und wir haben vergessen, diese Wegmarke da hinten zu holen, ne?
Jetzt müssten wir echt den ganzen Weg hier laufen. Sind wir mutig? Sind wir mal mutig und versuchen hier einfach einmal außen rum zu laufen, das ganze Zeug? Das machen wir jetzt einfach. So, wir machen das. Wir machen das. Wir schauen, dass wir jetzt hier irgendwie durchgeprescht kommen. Schauen, wie weit wir kommen. Das gab es früher ja bei Guild Wars 1. Oh nein, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Ja, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Schaut mal. Bei Guild Wars 1 gab es das ja. Man konnte ja gemeinsam auf Karten spielen, die dann für einen generiert wurden. Und wenn man so ein Portal wie von den Asura hier betreten hat, dann wurde der andere automatisch mit hindurchgezogen. Und so konnte man sich mit einem ganz kleinen Charakter sämtliche Karten freischalten, indem man sich einfach mitschleifen ließ. Man nannte das dann Rush. Das geht jetzt hier nicht mehr. Man kann sich nicht mehr durchrushen lassen, zumindest nicht mehr so einfach wie früher. Oh, purpurne Moas. Purpurrote Moas. So ein Reitmoor wäre doch jetzt was. Oh, das sähe auch total cool aus. Die kleine Asura auf so einem Reitmoor. Oh. Naja, aber das geht hier halt nicht mehr. Man muss selber laufen, denn du wirst nicht mehr mitgezogen, wenn du hier einfach so den... Oh, das sieht auch schon wieder so schön aus. Wenn du halt den... Wenn ein anderer Spieler den Levelübergang erreicht hat. Was haben wir da? Champion Ogodelpriesterin. Eieiei, das ist auch eine dicke Nummer, oder? Da unten, ja, guckt euch mal den Arm. Platsch. Oh wei, aber ich bin hier hintergelandet. Nein, ich komme hier bestimmt nie wieder raus. Hilfe! Oh doch. Schnell weg. So ein Champignon ist bestimmt total heftig. Ei, ich habe hier auch Unterwasserfertigkeiten. Die habe ich überhaupt nicht ausgerüstet. Die ist noch mitgekommen. Die hat gleich erstmal jede Menge Fische kaputt gemacht. Was ist denn hier? Bitte. Irgendwo so eine Höhle, wo die nicht reinkommt, die Dicke. Oh, hier haben wir sowas. Kann ich hier raus? Nee. Aber sie hat auch die Agro verloren. Wir kommen hier vielleicht wirklich raus, oder? Komm. Also gucken kann ich hier. So, und jetzt? Hüpf. Na. Oh, es ist zu steil. Wie schade. Aber witzig, dass es hier sowas gibt. Na dann, wollen wir mal weiter gucken. Oben ist auch ein Aussichtspunkt. Na, ist es hier so steil, dass wir hier nicht... na gut, hier kommen wir anscheinend nicht raus. Und hier auch nicht. Und hier auch nicht. Das heißt, wir müssen hier wirklich entlang laufen. Na gut, aber vielleicht hier. Komm schon. Hüpfen. Hier ist alles voller Modder und alles so nass. Ich komme hier nicht rauf. Obwohl ich schon so tolle Asura-Krallen habe. Ja, wie kommen wir denn jetzt mal hier raus? Da oben ist der Aussichtspunkt. Kommen wir überhaupt von hier unten dahin? Das ist nicht wahr, ne? Das ist nicht wahr. Jetzt haben wir hier uns hier total verfranst. Och, ich weiß, was wir machen. Sterbe. Ich weiß, was wir machen. Wir werden einfach sterben und dann werden wir zu einer Wegmarke zurücksetzen. Es sei denn, wir schaffen das jetzt hier, dem Champignon und seinen Kompagnons. Ach, ist schon weg. Hier zu entfliehen, schwimmen jetzt zur Oberfläche. Ich brauche Unterstützung. Genau. Hilfe! Helft mir, Asura in Not! Ich bin hier direkt in den Wasserlinsen. Helft mir! Beeilung! Ja, danke schön. Das ist es gewesen. Hier sind noch mehr von denen. Was haben die hier hingehängt? Fische. Sollen die zur Abschreckung sein? Werte Piranha, es bitte schwimmt nicht in dieses Gebiet. Wir fressen euch auf. Okay. Ich bin mir sicher, man kommt hier irgendwie raus. Ja. Diese Ogotl-Priesterin könnten wir bezwingen, aber wir können hier bestimmt auch noch anderweitig irgendwie raus. Hier, vielleicht am Wasserfall. Man kommt doch immer unter dem Wasserfall weiter, oder? Hier so? Der hat auch, wie gesagt, gar nicht die Aggro verloren. Vielleicht schaffen wir den hier. Geht's hier unten drunter? Oh, manchmal gibt's auch hier unten solche versteckten Höhlen. Gibt es nicht. Gut.
Ihr habt eine Fertigkeit erlernt, Lavaketten. Ach jo, stimmt. Ich hatte auch unter Wasser noch gar nicht all meine Fertigkeiten. Was? Wer hat mich erwischt? Ja. Der Ogurtel. Ja, tu nicht so doof, aber wir schaffen das. Wir schaffen das, den umzubringen. Garantiert. Komm, Dampf. Und hier. Oh, das hat mich nach oben katapultiert. Hilfe, hier. Vielleicht stirbt er jetzt am... Nein, 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 nein. Scheiße. Ah, scheiße. So ein bisschen hat da noch gefehlt. Nur weil ich nach oben geschossen bin und es dann nicht mehr auf die Kette gekriegt habe, nach unten zu tauchen. Naja, wir hätten da ganz außen rum gemusst. Die Skritburg ist aber mittlerweile wieder frei. Deswegen können wir hier zu dieser Wegmarke östliches Ende porten. Und dann sammeln wir ganz schnell da oben im Nordosten die Wegmarke ein, damit wir beim nächsten Mal dann wirklich da ganz in der Nähe landen. Na, wo ging es nochmal raus? Es ging hier oben raus, ne? Okay. Das war gerade ein richtiger Fail. Naja. Es hat sich halt gerecht, ne? Wäre ich dann mal lieber vernünftig außenrum gelaufen, durch das Gebiet, was auch für mich richtig ist, dann wäre das nicht passiert. So, du noch. Dann stellen wir den Skrit noch wieder auf. Ja. Komm, Skrit-Sammler. Der stand gerade ganz schön schnell, ne? Hatte den vielleicht schon mal jemand angerest? Ist möglich. Man kann sich das ja hier teilen. Und der andere Spieler hat dann jetzt gerade auch vermutlich die Erfahrungspunkte dafür bekommen. Hier kommen wir raus. Das ist jetzt zwar ein bisschen südlicher, als ich das gedacht hätte, aber das macht nichts. Das macht mir jetzt nichts. Na? Einmal hier runter. So ein bisschen aufpassen. Bei diesen Schrägen kriegt man ja oft Schaden. Man hier so runtergleitet. Dann gehen wir wieder hier oben entlang. Da waren wir ja schon mal und haben die Brücke benutzt. Genau. Das machen wir jetzt auch wieder. Das sieht cool aus. Diese Bubble hier sieht echt cool aus. Und sie macht auch einen netten Ton. Holzplanke. Die nehmen wir. Hier hauen wir gleich dem nächsten Gegner über den Kopf. Mitten auf die Birne. Zwiebeln wir sie ihm. Ach, die Musik hier ist so schön. Es scheint alles so idyllisch, aber ist es gar nicht. Überall lauern Gefahren. Bösartige Hirschkühe, zwielichtige Kaninchen. Dann schauen wir jetzt, was wir hier machen müssen. Unterstützt die Seraphen im Kampf gegen Willens Banditen. Genau, das haben wir jetzt schon oft gelesen. Aber was sollen wir genau tun? Sucht in den Büschen nach Banditen, Spionen und Heckenschützen. Bringt Goran die Seraphenvorräte zurück. Helft den Seraphen und den Skrit in der Gegend. Ja, einen ganz kleinen Fortschritt haben wir hier natürlich schon erzielt. Meine Rüstung ist ein bisschen kaputt, deswegen reparieren wir sie hier einmal. Ja, danke schön. Ach, guck mal da. Dieser Banditendieb, dem hauen wir jetzt unsere Latte auf den Kopf. Hier, nimm das und das und das. Okay, wirklich viel Schaden machen wir daran nicht. Also, weg damit. Das ist Brennholz und nichts weiter. Wo haben wir denn diese Büsche? Banditenmoral, das läuft da hinten auch noch ein Event. Vielleicht haben wir hier hinten irgendwo welche von den Büschen. Auf jeden Fall haben wir hier Kräutersprossen. Und ich renne schon wieder dran vorbei. Ich habe es gerade noch gesagt, wir sollten unbedingt die Wegmarke holen. Und genau das machen wir jetzt auch. Erstmal das Zeug hier in unserem Inventar wegsammeln, was uns hier mal wieder behindert. Und dann gehen wir auch gleich zum Händler. So. Die hätten wir. Eieiei, der Dieb, der klaut das Zeug. Hallo, hier, stehen geblieben. Nein, 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 nicht weglaufen. Hier, da hast du mein Statikfeld. Da bleibst du drin hängen. Dann erstmal automatisch wieder den nächsten Gegner, ein Dschungel-Eber, ausgewählt. Mhm. Habe ich jetzt hier sowas, so einen Beutel mit geklauten Waren? Ja, der ist aber für mich. Ach ja, und dieser Beutel, den haben wir als tägliche Belohnung bekommen. Sollten wir dann auch mal nehmen. Was haben wir hier? Festbonus, eine Stunde, 100% Verstärkung für magisches Gespür, Erhalt von Weltrang, Erfahrung für besiegte Gegner und Gold für besiegte Gegner. Eine Stunde lang.
Um 10% Bonusfortschritt. Okay, das können wir demnächst mal nehmen. Vielleicht dann, wenn das Leveln wieder mal besonders zäh ist. So wie jetzt eigentlich gerade, oder? Da ist noch ein Bandit. Ah, ich denke, das Herzchen machen wir auf jeden Fall noch und dann gucken wir mal, wie weit wir gekommen sind. Eigentlich wäre ich ja jetzt gerne etwas schneller aufgestiegen, dann auf Level 19 bzw. auf Level 20. Jetzt hatten wir uns da gerade irgendwie doof verfranst, da bei den Quartals. Ja, ich sag ja, bösartige Hirschkühe. Und Crit! Nimm das! Ich wollte gar nichts von dir. Lass mich in Ruhe. Seraphenvorräte, genau. Die nehmen wir mal und bringen die zurück. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da, Seraphensoldat Goran. Ich habe einige Vorräte gefunden. Die gehören dir, ne? Genau. Dann suchen wir mal weiter nach weiteren Vorräten und nach... Was haben wir hier? Hier leuchtete da gerade noch irgendwas. Nee, ich glaube, das waren nur die Hirsche hier unten. Dann gehen wir da mal vorne auf den anderen Hügel. Denn ich meine, als wir da oben in die Skritburg reingegangen sind, irgendwo ist da oben ja auch noch ein Einstieg, da habe ich doch irgendwelche Gebüsche gesehen, verdächtige Gebüsche oder so. Es könnte sein, dass da die Banditen drin hocken. Gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall haben wir hier einen Skrit-Sammler und das sollte uns ja auch helfen hier bei dem Herzchen, wenn wir den beleben. Genau. Und diese Ravenwachposten-Glowil-Speerin, die hatten wir auch schon angesprochen. Die hatte uns schon einiges hier über die Gegend erzählt. Und was haben wir jetzt hier noch so? Ja, nix verdächtiges Gebüsch hier. Ich dachte, hier sowas wäre beim letzten Mal, als wir hier vorbeigekommen sind, ein Gebüsch gewesen. Dann nicht. Och nö, Skrit, ich muss sagen, ich habe von euch echt die Nase voll. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Also weiter hier oben entlang. Das Herzchen müssen wir noch machen, das ist ja wohl klar. Das ist eine Sache der Ehre. Okay. Das Herzchen reicht immer noch bis hierhin und da drüben läuft ein Event. Aber weiter da oben, da hinten läuft auch was. Und die Raptoren. Vielleicht müssen wir einfach ein paar Raptoren töten. Wenn wir hier schon nicht genügend von diesen Seraphen, von den Dieben finden. Na komm. Rutzel. Raptor am Stück. Hat natürlich nicht geholfen. Raptoren helfen gar nicht. Okay, dann gehen wir... Oh, Banditentaschendieb. Ah, der ist hier jetzt verschwunden. Wo ist denn der verschwunden? Hier irgendwo ist es versteckt von denen. Dschungelskelks. Muss ich da jetzt wirklich jedes Mal warten, dass da ein einziger... Ja, das Event ist jetzt auch gleich fertig. Irgendjemand hat es jetzt gespielt. Brauche es. Riecht sicher schlecht, weil es gesund ist. Hä? Okay. Wer braucht ein Gegengift? Ach Mensch. Mensch, Leute. Ein verdächtiger Busch. Das ist aber zäh hier zu machen, das... Ich brauche Hilfe. Ich helfe dir. Ich helfe dir, zu deinen Vorfahren zurückzukehren. So, siehst du? So schnell ist man wieder bei seinen Lieben. Ah, da ist der Nächste. Na gut, vielleicht sind hier die anderen Spieler auch nur so schnell mit allem fertig. Und ich habe immer das Gefühl, da laufen gar keine Banditen rum. Das wird es wahrscheinlich sein. Genau. Sie haben sich quasi drum gerissen. Na, ich will noch einen ab. Ach, shit. Bin ich zu spät gekommen. Da war ich zu spät. Aber Seraphenvorräte können wir wieder abgeben. Die nehmen wir einfach auf. Ich habe schon gedacht, die hätten wir jetzt wieder in der Hand. Aber dann schauen wir nochmal in diesen verdächtigen Busch rein. Genau. Hier spielt die Musik. Guckst du? Hier spielt die Musik. Jetzt bin ich benommen. Haben wir eigentlich irgendetwas, um aus dieser Benommenheit herauszukommen? Ich glaube nicht. Meine anderen Fertigkeiten...
Na, wir haben hier bei der Wassereinstimmung haben wir diesen hallenden Regen. Was macht der? Der entfernt Zustände. Na, müssen wir demnächst mal ausprobieren, ob das dann auch mit dazu zählt. Hier haben wir nichts mehr. Dann geben wir mal hier die Vorräte ab. So, hier Vorräte. Oh, das bringt ja nicht viel. Da haben wir einen verdächtigen Busch. Da mache ich das auch lieber. So, guck mal, ich nehme noch mal hier diesen Frostbogen. Es geht ja auch ganz flott hier mit den Geschossen. Oh. Oh, das ging sogar so flott, dass ein einziger Skill reichte. Das ist ja krass. Guck mal, da sind gleich zwei Leute aus einer Gilde von Spaßfaktor. Hm. Muss man immer gucken. Also es gibt natürlich ganz viele Gilden, die irgendwie das Kürzel SF haben. Aber das ist also die Gilde Spaßfaktor. Guck mal. Habe ich zu wenig Schaden leider dran gemacht. Da habe ich keine Erfahrung für bekommen. Aber hier haben wir wieder einen verdächtigen Busch. Und da können wir wieder unseren Eisbogen draufsetzen. Guck mal. Ich muss gar nichts tun. Es reicht, ein Skill zu benutzen, du dummer Bandit. Ah. Deine Mama hat dir keinen Anstand beigebracht, hm? Oder du hast all ihre guten Ratschläge in den Wind geschlagen. Und genauso wird sie auch deinem nächsten Kumpel gehen. Guck mal, da nehmen wir einen anderen Skill, weil der erste noch nicht wieder aufgeladen war. Mhm. Aber jetzt ist er wieder da, der Eissturm. Und unser Eisbogen ist weg. Der hält ja nicht so ewig. Der hält nur 60 Sekunden, okay. Okay. Fast fertig. Ein paar noch, das ist der nächste. Aber ich glaube, wir kriegen hier nichts mehr ab. Hopp. Nee, von dem jedenfalls nicht. Aber hier oben, die verdächtigen Büsche spawnen ja vielleicht auch schnell wieder nach. Dort entlang braut sich etwas zusammen. Mhm. Die Junkerin. Eigentlich komisch, ne, dass die Silvari, die ja ein so naturverbundenes Völkchen sind. Ui, hier draußen im Hausflur legen gerade die Nachbarshunde los. Und die Nachbarin tut gerade ihr Bestes, um sie zu beruhigen. Ich hoffe, ihr kriegt das hier nicht so mit. Denn das hallt hier ganz ordentlich durchs Haus. Wo war ich denn gerade? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, wir sind fertig mit dem Herz. Ich bin so glücklich. Oh, glücklicherweise haben wir das jetzt hinter uns gebracht. Gut, Belohnung nehmen wir und dann wollen wir auch erstmal unser Inventar ein bisschen leeren. Ah, nein, erst gehen wir noch beim Seraphensoldaten vorbei und gucken, was er uns anzubieten hat. Bananen en gros. Das ist ein Verbrauchsgegenstand. Den müssen wir auspacken, dann kriegen wir Bananen und die können wir beim Kochen verwenden als Zutat. Dann haben wir grüne und blaue Sachen wieder. Und zwar, wir kaufen natürlich die grünen Sachen. Was sonst? Ah, Medaille. Das sind Accessoires. Ehrenmedaille der Seraphen oder Seraphenkriegshorn. Ach nee, das ist ja kein Schmuckstück. Und dann haben wir hier noch Kleidung. Ei, 57 Verteidigung und 14 Zähigkeit. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Allerdings war unsere alte Rüstung ja auch wirklich nur hier weiß. Das ist ja nichts Besonderes. Das heißt, die kaufen wir auf jeden Fall. Naja, und bei der Ehrenmedaille, doch, da greifen wir auch zu. Und zwar ersetzen wir die Präzision mit, genau, die Zähigkeit wird ersetzt. Haben wir die nicht aufnehmen können, ne? Wir waren wahrscheinlich zu voll. Hm? Also erstmal sammeln. Oh, wir haben nichts zu sammeln. Na gut, das ist auch krass. Aber jetzt haben wir was zu sammeln. Dann haben wir halt was zum kaputt machen. Die Schuhe. Und Nanu? Ja, die sind auf keinen Fall besser als unsere. Also auch weg damit. Und rustikales Seraphenwams. Das ist das, was ich anziehen wollte. Genau. Jetzt können wir hier mal was verkaufen noch. Wo ist er hin? Na, wo ist er denn hin? Der verfolgt hier den Banditen. Ist ja gut, wenn er wenigstens selber Hand anlegt, ne? Oh. Okay, Blitz
Einstimmung ist nicht immer so clever, merke ich, weil man ja mit dem normalen Einser-Skill aus der Blitzeinstellung immer noch weiter schießt, wenn auch nur irgendwas in der Nähe ist, was man treffen könnte. Und dann passiert es einem relativ oft, dass man Gegner mitpult, die man gar nicht haben wollte, oder dass man vielleicht sogar gelbe Gegner, die wirklich total unnötig gewesen wären, mitpult. Das hast du schon gesagt. Also ich verkauf jetzt erstmal hier Schrott. So, und zwar Glubsch, Glibber, Klumpen, zerbrochene Klauen, Löwenzahnblüten und Ritzel. Und auch, ja, mein altes Lehrlingswams, das verkaufen wir direkt. Mhm. Das nehmen wir noch auseinander. Und das nehmen wir nicht. Und das da nehmen wir auch nicht. Was haben wir hier? Beutel mit mystischen Münzen. Da haben wir ja eh schon welche von. Also können wir die zusammen sammeln. Ist ein Platz wieder frei geworden. Außerdem haben wir hier einen normalen Kaufmann. Von dem kaufen wir uns noch ein Wiederverwertungskit. Oh, jetzt haben wir zwei eingepackt. Aber ist auch nicht schlimm. Werden wir sicherlich brauchen. So, und wenn ich jetzt echt keinen Bock mehr habe, auf das Leveln hier an dieser Stelle nehme ich einen Folianten des Wissens. So, rums. Aufgestiegen. Wow, 10.300 Punkte kriegt man dafür, also XP. Wir haben jetzt hier 8 Fertigkeitenpunkte bekommen. Außerdem das Kapitel der persönlichen Geschichte 2 freigeschaltet. Fein, das ist fein. Das heißt, wir haben auch einen Brief bekommen von unserer Gönnerin Soja. Denkerin, es hat einen Vorfall gegeben, um den ihr euch kümmern müsst. Ein von euch entwickelter Kammerdiener-Golem ist übergeschnappt und darüber müssen wir uns dringend unterhalten. Der Snuff-Preis bedeutet zwar großes Ansehen, bringt aber mit diesem Titel auch große Verantwortung mit sich. Kommt möglichst schnell zu mir, damit wir uns um diese Sache kümmern können. Soja. Okay. Das ist also gleich die Einleitung hier für den nächsten Teil unserer persönlichen Geschichte. Und wo sollen wir dafür hin, liebe Soja? Ei! Nach Ratasum. Warum wird uns dann der Wirbel hier hinten angezeigt? Ein bisschen strange. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall noch rein nach Ratasum. Einmal hier in die Provinz Metrika zurück und dann da durch das Portal, was direkt da am Anfang ist, nach Ratasum. Und schauen mal, wo wir hin müssen. Vielleicht gucken wir uns Ratasum auch erstmal noch ein kleines bisschen an. Und dann werden wir die persönliche Geschichte in der nächsten Folge weiterspielen. Denn das wird ganz sicherlich wieder so Schlag auf Schlag gehen. Mehrere Events, mehrere Teile hintereinander, die wir dann so wegspielen können, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss, ob die Folge jetzt schon wieder ein bisschen zu lang geworden ist oder nicht. So, Hunter Billy, viel Spaß dir hier in der Provinz Metrika. Ich habe Dringendes zu tun. Ich muss unbedingt zu Soja, Ratasum. Jede Menge Asura hier. Sieht nach einem großen Marktplatz aus. Ne? Und wir können hier auch Wegmarken finden, Sehenswürdigkeiten entdecken und Aussichtspunkte genießen. Dann werden wir mal sehen. So, angekommen sind wir hier. Sieht ein bisschen so aus, als wären wir über der Provinz Metrika. Ei, das geht tief runter. Und das ist ein Gebirge. Oh ja, schwebt die Stadt oder? Da unten geht es irgendwie rein. Müsste man sich eigentlich mal angucken. Wir haben hier gleich mehrere Portale und zwar einmal zum Labor für Ideengeburten und zum Morgenrotkai. Was haben wir hier so? Guide 561 Wegbeschreibungen. Guide. Wählt euren Zielort. Sucht die Koordinaten in eurer Karte. Einen schönen Tag noch. Da können wir uns das hier alles anzeigen lassen. Interface verlassen. Wir werden das schon selber hier herausfinden, was wir hier alles machen können und tun können. Ah, hier geht es noch weiter runter. Und zwar noch viel weiter runter, wie ich das sehe. Und entsprechend der Asura-Architektur ist hier die ganze Stadt wieder mal ein Würfel. Und zwar steht dieser Würfel anscheinend auf der Spitze. Weitergehen. Keine Gruppen. Aber ich bin Kaufmann. Hier gehe ich meinen Geschäften Verstoß nach. Verstoß gegen die städtischen Verordnungen. Ihr werdet gemeldet. Das sage ich meinem Ratsmitglied. Ich habe Rechte. Warum rede ich überhaupt mit einem Golem? Ja, das frage ich mich auch. Also ich finde, sie sind herrlich dafür da, einen aus der Scheiße zu boxen, wenn man mal wieder drin sitzt. Oder aber eben irgendwelche kalten Schirmchendrinks zu servieren. Aber ansonsten richte ich nicht auf. Das Leben ist viel zu kurz dafür.
können da überall wahrscheinlich runter. Von wo waren wir jetzt nochmal gekommen? Von da hinten? Hier sind noch mehr Portale. Und da müssen wir auch hin zu einem davon. Wegmarke Magikatorf. Hier geht es zum Gegenabendankerplatz. Gegenabendankerplatz, aha. Und hier zum Snuff-Gedenklabor. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen, Unruhe stiften? Nö, möchten wir nicht. Was haben wir denn hier? Ein Gildenbanner fürs Sammeln. Und dann haben wir hier das Labor für angewandte Entwicklung. Das ist unsere Heimatinstanz. Hier kommen wir her. Und cool, ob man da oben wohl auch reinkommt? Vermutlich. Hupala! Ratasum ist auf jeden Fall so erstmal gesehen nicht so groß. Aber wenn man dann hier mal runtergeht und auf den unterschiedlichen Ebenen agiert, dann ist das Ganze doch wieder ziemlich groß. Was haben wir hier noch? Oh, ouch! Oh, ich bin da abgeglitten. Leute, das müsst ihr besser absichern. Das geht ja mal gar nicht hier. Arbeitssicherheit. Ganz schlecht hier. Oh, die haben das da an den Stellen freigelassen. Sind die denn wahnsinnig? Okay, wo sind wir denn hier gelandet? Wir sind hier im Händlerviertel gelandet. Und zwar haben wir hier einmal den Schneider. Dann haben wir hier drüben den Juwelier. Und hier haben wir den Waffenschmied. Ja, ach, Rüstungsschmied. Okay. Rüstungsschmiedestation. Wir können noch irgendwie mittig gehen. Und wir haben hier so Aussichtsplattformen. Hallo Gluffy. Und jetzt würde ich doch mal gerne wissen, ob man hier auch reinkommt. Wenn man hier vielleicht so getimed reinspringt. Upp. Aua, hat zwar wehgetan, aber Tatsache. Hier kommen wir auch auf die anderen Ebenen. Hallenbeobachter Gore. Was haben wir denn hier für eine Halle? Kann ich nicht so gut beobachten. Okay, wir sind jetzt hier ziemlich unkonventionell etwas tiefer gekommen. Hier hat sich die Natur auch ein bisschen wieder was zurückerobert von dieser hochtechnischen Stadt. Wen haben wir hier? Zwielichtiger Alchemist Krack. Aha, okay, also die ganze Stadt ist hier auch voller Kaufleute, die dann natürlich entsprechend dieser Asura-Thematik benannt sind. Hier kann man noch weiter runter. Vielleicht kommt man da auch hin. Oh, aber es sieht alles ein bisschen eingestürzt aus. Da unten arbeitet gerade irgendein Roboter und schweißt da was weg oder schweißt was zusammen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach oben. Nein, das war nicht ganz oben. Das ist da, wo wir runtergefallen sind, oder? Nee, da sind wir gerade dran vorbeigegangen. Welche Wegmarke haben wir denn noch? Hier einmal in der Mitte. Buchhaltung. Okay, ist immer noch nicht ganz oben. Dann nehmen wir die. Magikathof, ganz genau. Das war die Wegmarke hier, die direkt doch an unserer persönlichen Instanz da hinten ist. Dann machen wir hier einfach Schluss. Schön, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Es geht morgen weiter mit unserer persönlichen Geschichte der Stufe 20. Ich freue mich schon drauf, bin ganz gespannt und sage Tschüssi, bis dahin.